Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Hey und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir sind hier gerade am Unicampus. Ellie sieht zum ersten Mal Affen. Und wir schauen mal, was uns hier jetzt erwartet. Oh, süß. Guck dir die kleinen Äffchen an. Wir haben noch unser Pferdchen dabei. Schauen wir mal, wo wir jetzt fündig werden. Oder wo genau wir eigentlich hin müssen. Weiß gar nicht, wie weit wir jetzt hier noch mit dem Pferd gehen. Ah, wir müssen, glaube ich, da hinten hin, ne? Ja, stimmt. Das ist unser Zielgebäude. Und... oh. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Oh, da noch mehr. Müssen wir den Symbolen folgen? Ja. Gehen wir davon aus. Das ist so, die kleine Fährte, die jetzt lang führt. Da ist zu. Und es sieht so aus, ich wollte gerade sagen, als müsste ich hier jetzt auch absteigen. So, mich ganz kurz hier nochmal ein bisschen um, der Klassiker. Ah, okay, Ellie, okay, wir checken erstmal das Tor ab. Das wird nicht gehen. Ich wollte gerade sagen, da drüben ist ein Generator. Da haben wir nochmal das Haus der Wissenschaft. Ah, jetzt gucken wir mal, was Ellie zu sagen hat. Das haben sie wohl hingebastelt. Da hinten ist ein Generator. Was war das denn gerade? So, hier werden wir durch müssen, ganz offensichtlich. Jetzt werde ich mich aber nochmal umschauen. Jetzt werde ich den Moment nutzen. Mal, wie renne ich denn nochmal? So, hier ist nochmal ein Firefly-Symbol. Ich sehe es. Gut, dass er da nochmal so richtig random drauf eingeht. So, ich sehe es. Ich sehe das Zeichen. Ich sehe die versteckten Nachrichten. So, aber hier scheint wirklich nichts mehr weiter zu sein, wa? Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, aber manchmal ist ja gerade an solchen Orten dann noch irgendwo irgendwelche Kleinigkeiten versteckt. Gut, wir kümmern uns um die Mission, die uns aufgetragen wurde. Nämlich den Generator in Gang bringen. Pass gut auf. Ach, ich gehe auch alleine, okay. Ich verstehe. So, wie sieht's denn da aus bei den Pillen, bei den guten? 105. Ja, ich glaube, ich gehe mit Gesundheit. Messermeister, ich hab's jetzt verhältnismäßig wirklich nicht oft gebraucht. Deswegen, komm. Let's go. Ich kann auch absolut nicht einschätzen, wie lange unsere Reise hier noch gehen wird. Und ob wir überhaupt noch großartig was verbessern können. So, UEC Campus. Hier haben wir einmal einen schönen Plan vom ganzen University of Eastern Colorado, vom ganzen Campus. Getting slammed here, must beef up barricades. Okay, infected supporting through here. Need to reinforce, ja. Ja, gut. Ich kann ja wieder super, super lesen hier. Sniper's Nest. Oh, Sniper's Nest. Ich hoffe, die haben da nur einen Punkt markiert, von dem aus ein Sniper gut unterwegs sein könnte. Ich hoffe, die Karte spiegelt jetzt nicht die aktuellen Gegebenheiten hier auf dem Campus wieder. Oben ist alles blockiert. Das heißt, wir nehmen den Weg hier und bleiben auf der zweiten Etage. Gucken uns hier mal ein bisschen um. Lumpen. Die nehmen wir mit. Aha. Blood Samurai. Venegans. Under your skin.
Und ein paar private Fotos. Aus dem Urlaub. Von einem Hund, ein Feini. Das sieht doch schön aus. Sieht nach einem schönen Studentenzimmer wahrscheinlich hier aus, ne? Paar Erinnerungen an die Heimat. Alles noch in Ordnung war damals. Was haben wir hier drin? Oh. Tagebuch eines Studenten. Dann gucken wir doch mal, dann schnüffeln wir mal hier im Tagebuch rum und gucken mal, was der Student uns so zu erzählen hat. 18.01. 9 gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden, doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur, aber immer noch alles sicher. 31.01. Ich habe einen Blick auf eine herunterstreunende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Heather. Vielleicht war es sogar Heather? Scheiße. Ich glaube, es heißt Heather und nicht Heather. Ich habe an Heather gedacht, weil ich jemanden kenne, der Heath heißt und das dann halt ohne ER geschrieben wird, aber macht schon Sinn. 10.2. Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben. Sie ist 3 verfluchte Monate her. Also weshalb die Mühe? 25.02. Cheryl hat gestern draußen gequalmt. Sie sagte, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrlich werde ich das sein. Okay, wenn sie, sage ich mal, jetzt nur eine Zigarette gequalmt hat, wovon ich jetzt mal stark ausgehe, sagt man sonst eingequalmt? Weiß es nicht. Warum sollten die dann keinen Wie lange klaren ging Kopf das wohl behalten? gut? Wie lange ging das wohl gut? Wahrscheinlich nicht lang genug. Hier ist keiner mehr. So, wir haben nochmal 5 Pillen und eine halbe Schere. Room 202. Dann gucken wir mal bei dem Zimmer Nachbarn. Hier haben wir ja richtig was zu stöbern, sag mal. Ist ja richtig spannend in solchen Studentenzimmern. Auch wenn ich selber Student bin, bin ich nicht in einer Studenten-WG unterwegs. Deswegen. Mal schauen, was ich alles so verpasst habe. An Lifestyle. Auf jeden Fall Gemeinschaftsbadezimmer habe ich verpasst. Oha, sehr schade drum. Sporen. Sporen, Sporen. Heißt natürlich jetzt nichts Gutes für uns. Kann ich einen Molly herstellen? Sollte ich einen Molly herstellen? Einen gönne ich mir mal. Einen Molly gönne ich mir mal. Mach ich gleich nochmal einen Verbandskasten. Ah, ja, Sprengstoff. Wäre jetzt zu, gell? Komm, nehmen wir. Achso, das sind die Rauchbomben, ne? Können wir hier aber wenigstens noch was mitnehmen. Dass er die Sporen aber auch sofort merkt. Ich meine, zu viel darf man davon ja nicht einatmen, ne? Ach so, okay, hier sieht man. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Hier komme ich wahrscheinlich nicht mehr durch. Nee. Also ich muss runter und das heißt, ich sollte mich auf jeden Fall langsamer bewaffnen. Die abgesägte auf der einen Seite, die normale Schrotzieher auf der anderen Seite. Here we go. Back in paradise. Aha. Das klickt ganz schön. Hier haben wir auch. Das sieht auch nach einer Klickerin aus. Nach einem Klicker, nach einer Klickerin. Dann gucken wir mal, wa? Eine Glasflasche habe ich noch dabei. Kleines Ablenkungsmanöver. So, wir verschaffen uns erstmal einen kleinen Überblick. Messer habe ich auch noch. Das sieht alles in allem erstmal entspannt aus. Hat nur ein Klicker angelockt. Das war eigentlich nicht der Plan. Wir bewegen uns schön langsam. Oh, ich muss hier ja leider irgendwie mal raus, ne? Führt ja kein Weg dran vorbei.
Oh, ich glaube, der ist aufmerksam auf mich geworden, oder? Kann das sein? Der stört mich hier ganz gewaltig. So, ich hoffe, ich habe mich für die richtige Richtung entschieden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. In was für ein Nest bin ich hier geraten? Wie heißen die nochmal? Boomer? Nee, wie hießen die denn nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich komme nicht mehr auf den Namen. Oh, wow, 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 wow. Und wir haben es. Oh nein, es passiert mir zweimal hintereinander. Es passiert mir wirklich zweimal hintereinander. Diese Ausnahmesituation verlangt gerade vieles von mir ab. Oh, wo ist denn der Klops jetzt? Vorne. Bloater oder so, ne? Boah. Ich muss aus diesem Wespennest hier raus. Nein. Joel, 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 Joel. Oh, 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 oh. Junge, Junge, Junge. Da macht es jemand sehr, sehr spannend. Ach du heilige Scheiße. So, hier oben haben wir auch wieder unsere Ruhe. Es ist wahrscheinlich die andere Seite des Lochs. Ah, sogar noch ein Stückchen weiter. Wir stöbern weiter in Studentenzimmern rum und werden fündig. Der hatte noch explosives Zeug dabei? Verrückt. Nein. Man muss ja sagen, die haben ja hier auch schon gelebt, als die Pandemie ausgebrochen ist. Ein begeisterter Fußballspieler, auch nicht selbstverständlich, gerade hier in Amerika. Sag mal, warte mal. Die Fotos kennen wir doch. Waren wir in diesem Zimmer schon mal? Also das Beste ist ja auch, das eine Foto einfach dreimal aufgehangen. Ein bisschen mehr Mühe hätten sie sich ja schon geben können, ne? Dass da zumindest unterschiedliche Bilder hängen. Ein Bild dreimal aufgehangen, wer kennt das nicht? Ganz normal, oder? Macht man halt so. Ich wollte sagen, ich bin ja jetzt nicht so der Typ, der Bilder im Zimmer hängen hat, aber... Wäre gelogen. Displays. Der feine Kerl. Zeitungsausschnitt. Na, dann gucken wir mal, was haben die Zeitungen geschrieben. Mal kurz vergrößern, damit wir es in der Mitte des Bildschirms haben. US-Militär gibt Suchaktionen auf. Von Lev Benioff, Paid Reporter. Im Zuge des aktuellsten WHO-Berichts, nach dessen Angaben durch die CGI-Infektion rund 60% der Weltbevölkerung getötet oder infiziert wurden, hat das US-Militär eine Erklärung verabschiedet, nach der alle Suchaktionen aufgegeben werden. In einem Bereich von bis zu 15 Kilometern um die Grenzen der Quarantänezonen herum wird weiter nach Bürgern gesucht, die hineingelangen wollen. Doch es wird nicht weiter nach Personen gesucht, die möglicherweise in schwer erreichbaren Gebieten festsitzen. Generalstaatsanwalt Arthur Munro macht in einem Brief deutlich, dass ich zu weit scrolle. Punkt, 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 okay. In der Stadt gefunden, so ein Scheiß, niemand kommt. Naja, gut. Es ist irgendwo ja auch nachvollziehbar, ne? 60% der Weltbevölkerung... Das ist schon verrückt. Eine Pandemie mit dem Ausmaß, da können wir Glück haben, dass uns sowas zumindest bis jetzt noch nicht heimgesucht hat. Und auch darauf hoffen, dass es nicht passiert. Im 21. Jahrhundert. Ah. Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Alles entspannt, Ellie.
Alles entspannt. Ich bin da. Mir geht's gut. Ich habe mich da durchgesneakt. Gar kein Thema. So. Upsala. Wollen wir damit mal hier rüberschieben. Au, ruck. Ja, die Rollen rollen nicht mehr so flüssig, ne? Das steht hier schon eine Weile, das merkt man. So, dann machen wir das gute Ding mal an. Hoffentlich locken wir damit keine von den Süßen da drin an. Boah, ich dachte, das Tor fällt einfach um. Ich dachte, das fällt einfach auf die rauf. Naja, Ellie, die feine Dame. Waren das Feuerpflanzen? Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Stimmt. Ja, das verstehe ich. Wobei das ja auch einfach nur so ein Raum ist, wo die da drinnen chillen. Kannst du da rüberspringen, Pferdchen? Nein. Vielleicht auch. Ja, obwohl. Warum springt das Pferdchen da nicht rüber? Muss da wahrscheinlich wirklich lang, oder? Jetzt hier gerade keine Alternative. Ich wollte gerade sagen, so geht das doch. Wenn ich da langsam antrabe, brauche ich auch nichts erwarten. So. Keine Wache, kein gar nichts. Da ist das Labor. Langsam sollten wir jemanden treffen. Hier rein. Wartet hier wirklich jemand? Hoffentlich. Richard Harrington Science Lab. Hier ist ja auf jeden Fall eine Barrikade. Das ist schon mal nicht schlecht. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Hier. Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Bekannt. Ja. Als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Stimmt, was ist eigentlich? Joel war ja alleine. Erfahren wir das noch? Ich glaube nicht. Hey, wie wär's da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Und da komme ich wie hin? Irgendwie will er nicht vom Pferd absteigen. Ich komme da doch nicht mehr mit Pferd hin. Kollege. So. Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht kommen wir rüber. Ich kann ja mal nach einem Weg gucken. Also, um nochmal drauf zurückzukommen. Das sieht doch hilfreich aus. Man weiß gar nicht, warum er alleine war, was mit der Frau passiert ist. Ist sie auch gestorben? Irgendwie gehe ich nicht davon aus. Obwohl, oder? Ah, schwierig einzuschätzen. Das würde mich echt mal interessieren. Oh. So geht's natürlich auch. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Es funktioniert und wir brauchen unseren Müllcontainer gleich nochmal. Ach ja, was würden wir ohne die guten Müllcontainer nur machen? Man weiß es nicht. So, Pferdchen bleibt draußen. Pferde müssen draußen bleiben. Und wir gehen rein. Hoffen mal, dass wir irgendwen finden, der uns weiterhelfen kann. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. So, es gibt wieder einiges zu stöbern. Sehr schön.
Dann gucken wir uns hier mal um. Sie erwartet schon richtig ein Empfangskomitee, die gute Ellie. Mal schauen, wo wir hier irgendwen finden. Vielleicht auf den höheren Etagen, weil es da sicherer ist. Wir nehmen nochmal alles mit, was wir kriegen können. Ich bin auch gespannt, ob hier nochmal eine Werkbank auf uns wartet. Euer Heilmittel ist hier. Ja, beste, leise, bis wir wissen, dass hier los ist. Ohne Scheiß. Euer Heilmittel ist hier. Also langsam hebt Ellie aber ein bisschen ab, ne? Muss man ja an der Stelle mal sagen. Juhu, Leute, ich bin's, Ellie. Beruhig dich, Ellie, beruhig dich. Meins ernst. So, Türen, die wir mit Messer öffnen können, die lohnen sich doch immer richtig. Oh, wow, 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 neue Werkzeugstufe. Ja, doch, Werkzeugstufe 4. Ist das die letzte Stufe? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und Molotovs verbessert, zweimal so großer Explosionsradius. So, aha, was war das gerade? Brennermunition? Ist hier auch noch ein Flammenwerfer oder ein Brenner? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Daran kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Lag da hinten noch was? Oder habe ich mir das gerade nur eingebildet? Nee, es war nur der Boden, der ein bisschen reflektiert hat. So, Ellie ist hier lang gegangen, ne? Dann lass uns ihr mal folgen. Eine kleine Notiz. Nichts Nützliches. Ach so. Ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Ah, interessant. Okay. Während Ellie vorstürmt, würde ich sagen, wir gucken uns in der nächsten Episode an, was uns da oben erwartet und vor allem, wer uns erwartet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.